Du hast zugenommen und weißt gar nicht warum, weil du weiterhin gesund und bewusst isst und eigentlich nicht mehr gegessen hast. Das kann mehrere Ursachen haben. Lass deine Schilddrüse checken. Wie sieht es aus mit deinem Eisenhaushalt? Hast du vielleicht eine Blutarmut? Schläfst du überhaupt gut oder hast du Stress? Was sagt die Darmflora? Auch die macht, dass man zunehmen kann. Oder kommst du hormonell in die Phase, wo dein Progesteronspiegel als Frau langsam absinkt, dann neigt man zu mehr Bauchfett. Außerdem, je älter wir werden, desto mehr Fett bauen wir auf und desto weniger Muskulatur haben wir, weil unser Wachstumshormon langsam schlapper wird. Was tun? Man könnte dem begegnen, indem man zum Beispiel abends seine Kohlenhydrate weglässt, auch mal Dinner-Canceling macht und eben nicht so beschwert schlafen geht. Dann hat dein Körper die Chance, nachts noch Wachstumshormon auszuschütten und Muskeln aufzubauen und Fett abzubauen. Auch dein Trainingspensum und deine Trainingsart kannst du anpassen. Du brauchst mehr Muskulatur, um deinen Ruhe- oder auch Grundumsatz zu tunen. Gehst du über die 65 hinweg, dann sinkt der natürlicherweise ab. Aber bis dahin hat man eigentlich noch einen ganz stabilen Ruhe- oder Grundumsatz und hat also noch viele Chancen, dem effektiv zu begegnen. Also nutze die Zeit vor diesem fortgeschrittenen Alter, doch auch dann ist es nicht zu spät.